verbannt. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Gudi mit einem weiteren Video zu Sniper Elite 5. Und ein weiteres Todesziel steht bei uns auf der Liste, denn als Belohnung winkt das 1918 RSC. Und 1918, der Name kommt nicht von ungefähr. Die Wumme ist wirklich so alt, ein altes französisches Gewehr mit einer massiven Durchschlagskraft. Und das kriegen wir, wenn wir Christian Junkers in der Mission Geheime Waffen töten. Und dafür sollen wir ihn mit einer V2 erschlagen. Und wir haben hier ein ähnliches Problem, wie wir es schon bereits in Mission Nummer 3 hatten. Da ging es ja darum, jemanden zu erschlagen mit einem Kronleuchter, wann immer also den Gegnern Dinge auf den Kopf fallen sollen, dann sieht das nicht anscheinend so gut aus, wie das Ganze funktioniert. Wir sind hier soweit in der Mission fortgeschritten. Ich zeige euch das gleich auch auf der Karte natürlich, wo wir uns befinden, wo wir Dr. Junkers finden. Und das ist natürlich direkt neben dem Testzentrum der V2-Rakete. Da hinten seht ihr ihn schon stehen, der ist dann gerade angekommen. Man wird dann ein wenig warten müssen, damit er draußen mit seiner ganzen Laberei fertig ist. Und während wir darauf warten, gehen wir schon mal nach oben. Wie gesagt, Karte gucken wir uns gleich nochmal richtig an. Wir rennen erstmal diesen hinteren Weg zur V2-Rakete. Hier sind relativ wenig Gegner hier oben. Das ist eigentlich sehr, sehr leicht clear zu machen. Da ist die V2 und die gehört auf seinen Kopf. Das ist soweit der Plan, damit wir dann halt dementsprechend die Waffe freischalten können und das Todesziel erfüllen. Und jetzt sehen wir hier auch ganz kurz die Karte. Das Ganze ist also wirklich genau an der Stelle, wo es auch von vornherein ungefähr markiert wird, wo wir Dr. Junkers finden. Finden dann halt hier die V2-Rakete und wissen schon, aha, damit müssen wir es machen. Jetzt ist es wirklich so, dass wir hier oben relativ lange die Basis chillen müssen, ehe er da mit einer ganzen Reederei fertig ist und dann halt auch wirklich hier reinkommt, um sich den Prototypen anzuschauen. Und wenn wir dann nach ganz oben gehen, dann gibt es da extra ein Bedienpult, wo wir dann die V2-Rakete wieder sabotieren können, um sie auf seinen Kopf fallen zu lassen. Und auch hier ist es so, dass wir die Waffe dann nicht freischalten. Da kommt er nach unten. Deine letzten Schritte dieses Tages, dieses Lebens macht er da gerade. Interagieren. V2 fällt runter. Und Junker sagt, ach, ich habe Kopfweh. Ziel abgeschlossen, Christian Junkers. Aber ihr seht das, keine Freischaltung. Keine Freischaltung erfolgt. Das ist wie gesagt ganz genauso wie im besetzten Chateau. Genau Mission 2 war das gewesen. Also nochmal geheime Waffen, hier nochmal rein. Und dann machen wir es diesmal richtig. Und deswegen generell bei solchen Dingen, speichert vorher. Immer vorher speichern, weil auch ich habe jetzt hier gleich meinen Speichervorgang rausgeschnitten. Auch ich speichere hier gleich nochmal, bevor ich mich halt ransetze und gucke, ob das Ganze hier so funktioniert, wie ich gerne möchte oder nicht, dass ich sicherheitshalber speichere. Es gibt ja genug Speicherplätze, da hat man kein Problem. Weil jetzt warten wir einfach hier und schießen das Ding wieder runter. So wie wir es bereits mit dem Kronleuchter gemacht haben im Chateau. Ihr seht ja auch extra, dass diese Dinger rot am Blinken sind. Das bedeutet, wir können drauf schießen. Wir können sie so auf die Art und Weise außer Gefecht setzen. Und das Schöne ist, ihr braucht auch nur auf einen zu schießen. Weil genau jetzt hier werde ich gleich meinen Speichervorgang machen. Solltet ihr wieder an dieser Stelle auch nochmal tun. Speichern, speichern, speichern. Ne? Sicherheitshalber. Der ein oder andere vergisst es ja gerne dann trotzdem. Ich nehme sicherheitshalber die panzerbrechende Munition nur, um ganz sicher zu gehen, dass da wirklich dann halt auch zwar gleich herunterfällt. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich hier beide Haken dann schnell treffen muss, bevor er wegrennt oder so. Das ist zum Glück nicht der Fall. Es reicht wirklich auf einen Haken zu schießen, damit die Rakete ihm auf den Schädel fällt und wir so dann die Waffe freischalten. Das war's. Mehr ist hier nicht zu tun. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Es war interessant für euch. Wenn ihr so war, denkt an den Daumen nach oben. Würde ich mich sehr darüber freuen. Abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht getan habt. Dann verpasst ihr hier natürlich mit Glocke aktiv, wie immer, kein neues Video. Und jetzt lassen wir ihm das Ding da auf den Schädel fallen. Seht ihr, ein Treffer und Waffe freigeschaltet. So soll es nämlich aussehen. Warum es nicht funktioniert, wenn wir es andersrum machen? Keine Frage. Wissen vielleicht nur die Entwickler. Ich danke und ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming. Euer Goodie.